Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Game Accounts. Es ist heute angekommen, das wilde Spiel Pikmin 4. Leider hat es erst heute geklappt, aber mit einem Tag Verzögerung starten wir jetzt direkt rein in das wundertolle Berg-Game. Das Ganze wird wieder so aussehen, wie ich es derzeit zum Beispiel Super Mario Galaxy habe. Heißt, es ist zuerst mal Live-Let's Play, heißt, ich hocke mehrere Stunden live und ich werde die ganzen Live-Parts aber nicht als ganzen Livestream archivieren, sondern immer partweise, das soll ich dann auf YouTube hochladen. Heißt für euch, ich werde irgendwann mal random mit dem Livestream sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, und dann endet halt das Video, aber der Livestream geht weiter, weil ich dann direkt danach quasi das nächste Video mache. So viel dazu. Also, Pikmin 4 ist am 21.07. am Freitag ist das 2023 erschienen für die Nintendo Switch. Das ist der vierte Teil der Pikmin-Reihe und mein Plan ist, dass das durchsocken will bis im September. Ist es, ich glaube, es nämlich die ersten zwei Games als Remake kommen, die wir dann natürlich auch zocken werden. Also, ich bin voll in Kanne drin in Pikmin 4-Hype. Süß sieht das Bild aus, auf jeden Fall aus. Das ist das Cover hier. Vielleicht kann man das sehen, wenn man die Kamera mal richtig belisten würde. Ich finde es sehr, sehr schön. Man wird vorstarten, die Palabern nicht mal weiter rum, sondern springen auch so dann gleich rein in das Game. Und mit dieser wunderschönen Klaviermusik herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem YouTube-Channel Gamercouts. Wir zocken Pikmin 4. Pikmin 4 ist der vierte Ableger der Pikmin-Reihe, der am 21.07., also gestern, für die Nintendo Switch erschienen ist. Ich komme leider erst heute an meine Version dran und starte jetzt direkt in den vierten Teil und bin echt verdammt gehypt, was dort zu sehen gibt. Weil von Trailern her sah es schön aus. Ich persönlich habe mir es gar nicht spoilern lassen. Heißt, ich habe auch nicht die Werbung oder sowas für ein Game gesehen. Bin aber sehr gespannt. Ja, da das Ganze hier als Live-Display-Format ist, gehe ich natürlich auch auf euren Chat drauf ein. Und der, wer ist ein Pianist, hat es beispielsweise geschrieben, hallo, Spoiler mal nicht, ich finde, aber das Spiel ist wunderschön. Erstmal. Und ja, ich finde es auch wunderschön. Also gut, ich habe noch nicht viel gesehen, aber das, was ich mal von Trailer und so weiter gesehen habe, sah das Game erst wunderschön aus. Aber machen wir uns selbst einen Blick und starten rein in das Game, was leider tatsächlich, glaube ich, nur mit Joy-Con spielbar ist. Also mein Pro-Controller hier, habe ich das ein bisschen verkackt. Dass die in der Wisse, wo kein Joy-Con-Drift drin ist. So, wir haben einmal Abenteuer. Lasst in diesem großen Abenteuer von Pikmin dabei helfen, auf einem unerforschten Planeten Gestrandete zu retten. Das ist eben quasi die Story, das ist das, was wir auch zocken werden. Dann haben wir noch das Duell. Für das man... Oh, dann ist doch der andere registriert. Hoffentlich nicht beide gleichzeitig. Das Duell ist also mit dem Multiplayer. Aber wir machen natürlich das Abenteuer. Shit, wir haben irgendwie doch beide Soulcons. Das wird dann irgendwie komisch werden. Naja, müssen wir mal schauen. Also, ich nenne es einfach nur Pianist, wenn es wirklich passt. Das Problem hatte es auch. Ich habe es zum Glück heute Morgen um 8.30 Uhr im Briefkasten gefunden. Ja, das war dann Glück. Weil es beim lokalen Markt abholen, der hatte gestern gar nichts mehr. Normalerweise brauchst du es nie vorbestellen, weil es bei Nintendo Games nie ein Problem ist. Aber da war es halt ein Problem, weil die hatten das Game einfach nicht mehr. Und dann konnte es heute bei einem anderen Markt über Umwege holen. War aber nicht einfach. Ist es normal, dass man das mit den Zollcons hier irgendwie so spielen muss? Naja, sagen wir halt mal. So, das Spielfahrtsschritt wird automatisch gespeichert. Während des Speichervorgangs erscheint das Symbol P in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Okay. Wie viele Spieler sind dabei? Beim Spiel des zweiten, das Dutzend Spieler 2, Spieler 1. Nee, ich bin alleine hier. Ein Spieler, so sieht's aus. Bin ich mal gespannt jetzt drauf, wie es wird. Machen wir es mal ein bisschen heller hier. So. Und gleich viel besser. Bin ich wenigstens richtig beleuchtet. Captain?
Mein Raumschiff ist die Dolphin. Diese Geschichte erzählt von meiner Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten und davon, wie ich gerettet wurde. Alle meines Raumschiffes sind alle Winde zerstreut. Es gab für mich keine Möglichkeit, zu meiner geliebten Familie zurückzukehren. Und ich dachte, das wäre mein Ende. Doch dann ist dieses auf eine seltsame Spezies, die es Pikmin nannte. Erst ihre Hilfe ermöglichte den Transport fehlender Schiffsteile. Die Zeit verging und es traf auf eine weitere rätselhafte Kreatur. Sie wirkte geschwächt. Da habe ich ihr ein Leckerchen zugeworfen. Ach, sie ist ein Hund. Wir wurden dann schnell Freunde. Auf der Suche nach dem Raumschiff-Teil ist sie meine verlässlichste Partnerin. Und nun nähert sich die Suche ihrem Ende. Wir sind im letzten Gebiet angekommen, das es noch zu erkunden gibt. Doch was ist das für ein Ort? Sieht mir ein bisschen nach der Erde aus. Etwas an diesem Gebiet unterscheidet sich von anderen Orten, die wir hier entdeckt haben. Wartet, wo lauft ihr denn hin? Das ist kein gutes Heißen. Pikmin laufen ist einfach so weg. Ich sollte sie wohl zu mir zurückrufen, bevor ich mich auf der Suche nach den fehlenden Schiffsteilen mache. Okay. Boah, das ist immer eine komische Steuerung, wenn man das so in der Hand hat. Hattet auch mal so ein Teil, das, wo man die Soulcoins reinstecken kann, aber das, ob ich das jetzt finde... Ich bin nicht so sicher. Ich habe hier doch Pikmin gesehen. Vielleicht verstecken sie es hinter diesen Objekten. Wir sollten dies erpressen und einmal nachsehen. Beim Springen kann man Kraft sammeln. Also X gedruckt halten. Okay, probieren wir es doch mal. Hä? Ach, man muss den... Ach, einfach nur X gedrückt halten. Ah. Help. Bin von der Steuerung leicht überfordert gerade. Ah, jetzt hat's damals geklappt. Zumindest sieht's mal so aus. Da machst du mal ein paar rote Pikmin. Gefunden. Aha, ich wusste doch, dass ihr hier irgendwo sein würdet. Ist halt einfach B gedrückt, um sie mit einer Pfeife zu mir zu rufen.
Ah ja, jetzt kommen die alle. Okay, okay, okay. Gut zu wissen. Kennst du denn die anderen Pikmin-Spiele? Also ich habe den Teil für die Wii U, ich glaube, das war Pikmin 3, wenn es alles toll ist. Den habe ich mal ein bisschen angespielt, beim Kumpel aber auch nur tatsächlich. Da sind auf meinem Kanal sogar noch, noch Videos dazu. Aber die anderen Teile habe ich noch nicht gesorgt und freue mich, wenn da bald das Remake erscheint, dann werde ich das dementsprechend zocken. Die Pikmin sind einfach so fortgelaufen, wenn ich nur wüsste, warum. Ich sortiere mir mal das besser in mein Logbuch, damit ich es später nicht vergesse. Ja, notieren wir es doch jetzt mal. Man weiß nie, wann einem diese Information noch nützlich sein könnte. Wie formulierst du das denn am besten? Seltsames Verhalten. Als es in diesem Gebiet landete, verhielten es die Pikmin höchst seltsam. Sie stürmten aus der Zwiebel und versteckten sie sofort. Ohne sie finde ich die Delfinteile nicht. Ich werde die Pikmin suchen und sie mit meiner Pfeife zurückrufen. Ich muss also die fehlenden Sith-Teile finden. Wenn mir mehr Pikmin helfen würden, ginge die Suche um einige schneller voran. Okay. Ich glaube, da sind welche drin. Aber es ist nur so ein Gefühl. Ich muss erst noch an die Steuerung gewöhnen. So, und jetzt mit B kann man sie rufen, haben wir gesagt. Und voilà, da sind sie wieder. Ich stelle mich vielleicht ein bisschen wie ein Noob an. Das kann am Anfang gut sein. Ich kann auch noch mittendrin, ups, während des Games sein. Ich bin jetzt ein bisschen ein Noob. Ah, mit A kann man die Pikmin dann auch noch werfen. Stimmt, da war ja was. Kann man nämlich werfen. Das wird später mal ganz nützlich sein. So, da unten sind auch welche. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt einfach da unten springen sollten. Aber ich glaube, hier sind wir so generell keine mehr. Suchen wir unten weiter. Ja, genau, hab ich mir ein bisschen gedacht. Okay, da kommen. Ach, hiermit kommen wir nach oben, oder was? Okay, okay, gut zu wissen. Wir kommen jetzt auch wieder nach unten. So. Und die sind jetzt ein paar, die so rumlaufen. Die holen wir jetzt einfach erstmal zurück. Ein bisschen an die Lemminge irgendwie. So, hier oben waren auch noch was. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen kaputt machen, das Teil leider. Aber die können wir nämlich nicht mit Rufen zurückholen, oder? Doch, Tatsache. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Pikmin wir eigentlich haben sollten. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwo steht. Ich glaube, wir sammeln einfach mal so viele, wie wir sammeln können. Ist ja witzig, die alle aufzusammeln. Überall sind welche. Bergeswelse zu entdecken, weil ich die Steuerung so ein bisschen komisch finde. Verstecken ist also auch. Ja, so sieht's aus. Wir verstecken es überall, ne? Nirgendwo gibt es keine. Überall sind Welse versteckt. So sieht's nämlich aus. So, ich glaube, das Set ist ein bisschen so klein, ne? Macht mal so, ja, ich mach mal ein bisschen größer. Ja, 100, das ist mal viel zu klein. Irgendwas macht es auf jeden Fall, ob wir es 300 machen. Da sieht man da nämlich leider gar nichts. So, jetzt müssen wir nur geschwind den Set aktualisieren, leider Gottes. So, jetzt können wir wenigstens auch was lesen. Denke ich. War doch mal. Das Heißreib. Jawohl, jetzt kann man das so. Sorry, jetzt kann man es auch lesen. Ich musste es kurz machen. Hab ich gerade gemerkt, dass das Set viel so klein eingestellt war. So, jetzt kann man lieber Pianist auch deine Nachrichten halt lesen. Das ist ja die Hauptsache. Weil ich bin ja auch noch auf YouTube parallel live. Bis halt. So, da hinten sind noch mehr Pikmin. Sehr interessant. Ich glaube, die sind wirklich überall, ne? Also, du musst noch mehr finden, ja? Das ist mir auch nur aufgefallen. Wurst, die rufen jetzt einfach mal so.
Aha, und dann überlegen wir gleich, wie wir weitermachen. Nur noch mal, wo wir hier sind. Ach, hier kommen immer mehr dann hin. Okay, okay, verstehe. Also habe ich gerade 44 von 45 oder was? Also irgendwo ist hier noch einer. Ist ja wie die Nadel auf den Heuhaufen, wenn man zaum muss, wo es da den letzten Pikmin übersehen habe. Eieiei. Pikmin, wo bist du? Aber wir dürfen da keinen zurücklassen, wobei hier oben sind da noch viel, viel mehr, hä? Und 46 von 47. Ein Sprint. Aha. Also man kann auch sprinten, sehr interessant. So, mich beeindruckt Pikmin 4 wirklich sehr und ich bin so froh, dass es jetzt spielen kann. Glaube ich, wie weit bist du und so? Also wie viele Spielstunden hast du? Wenn wir das mal spoilerfrei herauszufinden. So, ich muss doch irgendwann ein Ziffsteil befinden. Ich sollte mich wohl auf die Spürnase meiner Begleiterin verlassen. Braver Hund sucht die vielen Ziffsteile. Wenn die Ziffsteile erst nüffelt. Wir sollten diese Fährte weiter verfolgen. Hm, da ist was so blau. Vielleicht ist es da, aber das ist auch tatsächlich nur eine Idee. So, und wieso ist meine Facecam jetzt eigentlich weg? Das sollte nicht so sein. So, sorry, es ist wieder da. Ich glaube, das war wichtig, dass wir das gemacht haben. Jetzt kommen wir nämlich hier hoch oder auch nicht verweilt. Dumm sind und runterfallen. Boah, ist bisher wirklich so mit den Soulcoins irgendwie. Das ist richtig, richtig strange. Warte Gott. Ui, was ist denn das hier? Eine Kreatur, doch ich sehe hier keinen Ziffsteil. Ob es sie es verschluckt hat? Die Stacheln machen es schwierig. Ich muss eine Lücke finden. Aha, vielleicht sollte ich es gedrückt halten, damit wir Kraft aufbauen können. Okay, okay. Verstehe, es müssen aber eine Gelegenheit finden. So wie hier zum Beispiel. Oh, scheiße, jetzt müssen wir den Pikmin mit Bena wieder rufen. Ich glaube, das hat geklappt, mehr oder weniger. Betonung liegt auf weniger. Okay, das Interstellar-Radio, wir haben es gefunden. Damit kann es endlich einen Notruf absetzen. Also ich habe fast 6 Stunden Spielzeit und ich war nur in 2 Gebieten. Ich mache die aber auch gleich 100%, okay, verstehe. Und das ist halt interessant. Du bist noch so sehr am Anfang. Ja gut, Spielzeit gerade mal. Noch nicht mal eine halbe Stunde. Und nicht mal eine Viertelstunde vermutlich. Ich hatte mein Interstellar-Radio wieder. Also sendete ich sofort ein SOS-Signal. Mein akutes Logbuch schickt es ebenfalls mit. Mein aktuelles, sorry. Tage und Wochen vergingen, doch einen Monat später erreichte mein Notruf die Rettungscrew. Sie brachte sofort zu diesem Planeten auf, um mich sicher nach Hause zu bringen. Leider hatte das Schicksal andere Pläne. Die Retter, die mir Hilfe eilen sollten, stürzten ebenfalls ab. Oh, blöd gelaufen. Zwei Raumschiffe, die am gleichen Ort abstürzen, das ist ein großes Pech. Zu diesem Zeitpunkt ziehen alle Hoffnung verloren.
Doch am Mitglied der Rettungscrew waren das Zentrale verblieben. Ein Neuling, du. Und du bist meine letzte Hoffnung. Oh. Ist nie gut, wenn ich irgendwie letzte Hoffnung bin. Rette die Rettungscrew. Okay, das ist ja meine Aufgabe. Das heißt auf Gaming Crew Rettungscrew, das ist der Name. Wenn das Notfallprotokoll folgen, wurde die Crew angewiesen, das Raumschiff unverzüglich zu verlassen. Die verstreuten Rettungscrew-Mitglieder zu finden, hat oberste Priorität. Okay, also wir müssen jetzt eine Visitenkarte erstellen und uns auf den Weg machen. Das klingt doch mal auf den Plan, aber das, liebe Leute, machen wir im nächsten Part von Pikmin 4. Ich bedanke mich beim Zusehen von dem Part. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.